Pokémon wird nun kämpfen. Sie begeben sich in Kampfposition. Wird der Pokémon für den Kampf beeinflussen? Ein kraftvoller Angriff. Das war ein Schatten. Auf der Reservebank werden immer weniger. Beide Pokémon gehören völlig verschiedenen Elementklassen an. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Was passiert jetzt? Kämpfer spielen sich gegenüber. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Ach so! Mitten ins Schwarze! Es ist am Boden! Wir warten auf das nächste Pokémon. Die heizen sich mit Bogenwirten an. Für Montana. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Ein harter Treffer. Genau auf die Schwachstelle. Wow, genau auf die Treffer. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. Sinnfrei für Montana. Das ist ein wahres Pokémon-Karussell.
Wir sind bereit. Es gibt ihm einen Todesstoß. Oh nein, es ist eingeschlafen. Wie wird sich das Nickerchen aufrichten? Es ist aufgewacht. Was ist das? Was geht ab? Es ist wieder eingeschlafen. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Was nun? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Der Brandheiße kam gleich zum Zuschauer hin. Das Pokémon wird in seinen Pokéball zurück. Das war ein Wunderpunkt. Wie wird sich das eingewechselte Pokémon schlagen? Was ist das? Rock! Was geht ab? Ja, ein Treffer! Der Kampf wird immer intensiver. Ein guter Treffer. Es ist am Boden. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Das letzte Pokémon ist es in Ding. In diesem Zustand kann es sich kämpfen. Die Erde fehlt bei diesem Wettkampf. Es ist aufgewacht. Was nun? Ein schwacher Treffer. Ein sehr rasanter Kampf. Was passiert jetzt? Ein guter Treffer. Was ist das? Ja, ein Treffer. Der Arena-Fight geht weiter. Freeze-Level. Mitten ins Schwarze. Schade, es geht doch zu gut. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon unterscheidet sich erheblich. So, ich frage Sie an der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist zu sehr einseitig. Was geht ab? Er hat gesetzt. Boah, ja.